Fakt ist, wir wollen am Sonntag unser erstes Spiel gewinnen. Nach 8 Wochen ist man froh, dass es endlich losgeht. Letztlich geht es eigentlich nur darum, die Leinen endlich loszulassen. Pure Vorfreude. Endlich geht's wieder um Punkte. Auf geht's, Männer! Das ist immer geil, wenn es dann anfängt. Thema umschalten defensiv. Müssen wir halt mal gucken, wie wir es anordnen bei 17 Spielern, so eine Position, also zwei Positionsspiele mit Fokus auf Umschalten, dann halt eine größere Spielform, 8 gegen 7, mit auch gerade Gegenpressing als Hauptthema, dass wir zwei leere Tore auf die andere Seite stellen und dass sie sozusagen, wenn sie den Ball verlieren, eigentlich sofort es schaffen, zu verhindern, dass der Ball nach vorne gespielt wird. Dann nochmal freispielen und zum Ende ein paar Abschlüsse. Das ist der Plan für heute. Björn hat es gesagt, es ist die letzte Woche. Jetzt ist auch irgendwie so die Zeit vorbei, wo jeder Spielzeit kriegt. Also lasst uns erstens gucken, dass wir ein anständiges Training machen, dass wir gut Intensität reinbekommen und Spaß dran haben. Aber dass einfach jeder ab heute auch die Chance nochmal nutzt, sich in den 4 Trainingseinheiten zu zeigen. Weil Fakt ist, am Sonntag geht's los und dann ist vielleicht schon wieder weniger mit hier nochmal 15 Minuten, hier nochmal 20 Minuten, sondern dann stehen halt die auf dem Platz, die es nach den Wochen jetzt erstmal verdient haben. Also alles reinknallen, gutes Training machen, damit ich dem Chef positiv berichten kann. Okay? Unsere grundsätzliche Spielidee ist, dass wir schon versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Dass wir versuchen, immer wieder aktiv mit dem Ball zu sein, aber genauso auch defensiv immer wieder aktiv Druck auf den Gegner auszuüben. Schon auch hohe Ballgewinne zu erzielen, um dann auch einen kurzen Weg zum Tor zu haben. Also da einfach immer wieder Aktivität auf dem Platz zu haben, dass die Jungs mutig Fußball spielen und sie einfach viele Ballaktionen haben, um sich dann halt auch ja, einfach zu lernen und sich zu entwickeln. Also wir haben uns mit Beginn der vorherigen Saison, als ich vor einem Jahr angetreten bin in der Position, mit den Trainern zusammengesetzt, haben uns überlegt, wie wollen wir Fußball spielen. Bin natürlich mit einer Idee auch reingegangen, der dem Ausbildungsgedanken eben auch Rechnung trägt. Und ja, wir haben uns bis ins Detail darüber unterhalten, welche jetzt mal Prinzipien wir verfolgen wollen in der Ausbildung der Spieler. Da geht es halt darum, eng zusammenzuarbeiten mit den Trainern, im Staff zusammenzuarbeiten, dass alle das gleiche Wording haben, dass alle dieselbe Sprache sprechen und dass es dementsprechend dann auch den Spielern einfacher fällt, weil sie wissen eigentlich, das ist der rote Faden und der erwartet sie in jeder Altersklasse. Und insomit haben wir alle gemeinsam eine Idee, aber die Trainer sind frei darin zu entscheiden, wie sie im Detail spielen. Diese Idee existiert eigentlich schon seit letzter Saison und wurde auch letzte Saison, wie ich denke, schon gut in die Tat umgesetzt. Wir sind jetzt aber schon noch mal dabei, in der neuen Saison das zu verschärfen, alle auf einen Nenner zu bekommen, um einfach unserem NLZ und unseren Mannschaften ein Gesicht zu geben, das einen Wiedererkennungswert hat. Ich finde, dass man das durchaus schon sieht, dass da mit Sicherheit auch noch Potenzial ist. Aber wenn es nicht da wäre, bräuchten wir nicht zu trainieren. Von daher ist es eine tolle Aufgabe auch für die neue Saison. Die Bälle dürfen sich nicht berühren, ansonsten sind es 5 Liegestütze. Also, auf, positionieren. Fang an, ja? Spielt einfach Sätze. Aus dem Leben raus. Ja. Gut, gut. Gut. Ja. Ab, schnell entscheiden. Schnell entscheiden. Ohne Sohle, ohne Sohle. Ja. Gut.
Ich bin vornehmlich mit der U15 bis U19 im Austausch. Wir haben ein wöchentliches Jourfix, worüber wir uns austauschen über die Spiele, die am Wochenende waren. Wir zeigen uns gegenseitig Spielszenen zu bestimmten Thematiken, sei es Spieleöffnung oder Pressing des Gegners oder Umschaltaktionen, und ziehen daraus Schlüsse, wie wir eben wie wir diese Dinge besser trainieren können, wie wir unserem Auftrag gerecht werden, die Spieler da zu entwickeln. Aber jetzt zu dem Thema Übergangsspiel, Herausspiel von Toren und Torchancen. Was sind die Ideen dahinter? Ich finde, beim letzten Mal haben wir so ein bisschen liegen lassen. Wir haben uns über Spieleröffnung unterhalten und haben uns die Szenen angeschaut und haben diskutiert. Aber vielleicht kriegen wir jetzt auch immer noch mal so eine Essenz daraus, wie wir vielleicht das machen wollen. Was ich hier nochmal kurz mal in die Runde werfen wollte, wenn wir immer alle über unsere Spielsituationen von der U15, U16, U17, U19 diskutieren. Für mich ist es einfach ein brutaler Mehrwert, einfach zu sehen, wie wir alle über Fußball denken. Und zu sehen, was man beachten muss, wenn man den Jungs alleine spricht, weil man ist immer eigentlich in seinem Tunnel drin und man korrigiert ganz oft immer nur seine Sachen, die man immer auf dem Schirm hat. Und ich finde es super spannend, wenn man auch andere Dinge einfach mal sieht. Also insgesamt muss das Ziel sein von Darmstadt 98 als Nachwuchsleistungszentrum mit den Gegebenheiten, die wir haben. Wir sind etwas eingeschränkt in unseren Räumlichkeiten mit 2 Kunstrasenplätzen. Hier das Optimum rauszuholen. Und das Optimum holst du dadurch raus, indem du hier gute Personen, gute Menschen hast, die richtig Lust auf diese Aufgabe haben, die sich mit den Gegebenheiten hier abfinden. Das müssen die Spieler können, die zu uns kommen, aber auch die ganzen Mitarbeiter, die zu uns kommen, das müssen sie eingehen, müssen da Lust drauf haben. Also in der U19 ist das erste Mal, dass die Jungs in 2 Jahrgängen spielen. Vorher haben sie meistens nur in einem Jahrgang zusammengespielt, also nur mit Gleichaltrigen. Und deswegen ist die Herausforderung natürlich, diese beiden Jahrgänge wieder zusammenzubringen. Es geht darum, die Jungs halt als Mannschaft zu formen. Und dafür ist es halt wichtig, ja, einfach die einzelnen Charaktere erstmal kennenzulernen und dann zu versuchen, daraus dann halt eine Mannschaft zu bilden. Und ja, am Ende geht es halt in dieser Mannschaft auch in erster Linie darum, sich individuell weiterzuentwickeln, weil es der letzte Schritt vom Männerbereich ist und sie auf diese Zeit einfach optimal vorzubereiten. Ich bin ja vom Alter her noch nicht so weit weg. Ich weiß, wie sich das anfühlt, in einem NLZ zu spielen. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, als junger Fußballspieler vielleicht momentan so in diesem Bereich drin zu sein. Dementsprechend versuche ich da einfach nah an den Jungs dran zu sein und so ein bisschen auch die Verbindung zwischen Mannschaft, Daniel als Cheftrainer zu sein, als Co-Trainer, der immer ein offenes Ohr für die Jungs hat. Und ich glaube, dass das so bei den Jungs auch ankommt. Also man merkt auf jeden Fall einfach dieses familiäre Miteinander hier, dass man halt alle hier kennt, jeder kennt jeden, man kann mit allen reden und alle auch da sind für einen, wenn man Probleme haben sollte. Hier, bitte filmen. Hier. Das ist im Eck passiert. Und Henning Held, komm mal her. Hier, der Herr mit den orangen Schuhen sagt, das war die Darmrolle. Das war aber keine Zidane-Rolle, er macht einen Kung-Fu-Kick. Glasklar, gar kein Foul. Lauf, Training! Das Geheimnis hier im Training ist immer das Letzte beim Trinken zu sein. Immer der Letzte danach. So bin ich der Letzte und jetzt mache ich das beste Training. Mehr muss ich nicht sagen. Das erklärt schon selbst.
Wir haben halt viel trainiert. In der Vorbereitung ist natürlich meistens der Fokus in erster Linie athletisch, die Jungs so vorzubereiten, dass sie auch eine gesamte Saison durchstehen können. Auf der anderen Seite natürlich auch technisch-taktisch auf einen Nenner zu kommen, da auch im mannschaftstaktischen Bereich viel vorzubereiten für die Saison. Und das müssen wir halt einfach schaffen, dieses Niveau immer wieder zu haben und immer wieder, sag ich mal, euch gegenseitig auch so zu fordern, auch bei diesen 4-gegen-4-Geschichten, 2-gegen-2-Geschichten, da auch einfach diesen Anspruch haben, eng zu verteidigen, jeden Schuss zu blocken, keine Tore zuzulassen und da halt ja, einfach auch da dran zu arbeiten und nicht zu sagen, ah, das Training scheißt auf, also jetzt wird mal ein Tor passiert, sondern da wirklich noch mehr diesen Willen zu haben, das Tor mit 100% zu verteidigen. Wir hatten jetzt eine sehr lange und harte Vorbereitung gehabt. Das hat sich dann auch über 8 Wochen dann gezogen. Jetzt in der letzten Woche ist der Fokus normalerweise, dass wir vom Level her ein bisschen abflachen, ne? Weil wir einfach dann in die normale Woche dann mit einsteigen wollen, wo dann auch in der Wettkampfphase her nicht mehr in der Vorbereitung das Level so hoch ist, sondern eher dann im Wettkampf dann versucht wird, von Woche zu Woche die Spieler auch gut durchzubringen. Die ersten beiden Trainings waren sehr intensiv. Da hat man auch richtig gemerkt, dass die ganze Mannschaft heiß war. Und es geht natürlich um die Stammplätze, also da hat jeder nochmal alles gegeben. Aber jetzt denke ich, morgen das Abschlusstraining wird etwas ruhiger, damit man dann natürlich fit fürs Spiel ist. Toni, Adriano, Matteo. Blau, Asaf, Philipp, Eli, Tim, Waha, Lenny, Henne, Levi, Fares. Komm, anziehen. Okay. Zum 16er bitte locker, dann was trinken, dann wieder reinkommen. Wir haben die Möglichkeit, mit einem GPS-Katapultsystem zu arbeiten, was uns die Belastungssteuerung einfach deutlich vereinfacht. Ne? Also es wird so sein, oder es ist so, dass wir aktuell jede Trainingseinheit tracken können, Parameter erfassen können, wie zum Beispiel die Laufdistanz, und auch in der Laufdistanz schauen können, wie viele Highspeed-Meter sind sie gelaufen, wie viele Sprintmeter haben sie gemacht. Und darüber kann man super die Wochenbelastung eines jeden einzelnen Spielers steuern. Ne? Also wenn wir dann sehen, der Spieler ist jetzt über seinem Zenit, kann man durchaus dann dem Trainer mitgeben, ah, Trainer, es wäre gut, wenn er vielleicht den Durchgang jetzt nicht mitmacht. Aber auch genau andersrum, wenn wir sehen, der Spieler ist eher in der Woche zuvor, hat er zu wenig gemacht im Vergleich zu dem, was er normalerweise macht, dann kann man den durchaus auch nochmal in einer Trainingseinheit ordentlich nach oben pushen. Für die Mannschaft ist ganz klar das Ziel, die Liga zu gewinnen. Also ich denke, wir gehen schon als Favoritenrolle da rein. Aber auch da gilt es immer, den Gegner nie zu unterschätzen. Denn die Liga ist trotz, dass sie nicht die erste Liga ist, sehr stark. Und wir müssen wirklich in jedem Spiel alles geben. Jeder möchte uns schlagen. Für jede Mannschaft ist es was Besonderes. Und das über die ganze Saison dann immer wieder abzurufen, dass man in jedem Spiel an die 100% gehen muss und diese Konstanz einfach beizubehalten, ich glaube, das wird die große Herausforderung sein. Wir wollen jedes Spiel so angehen, dass wir es gewinnen wollen. Und das muss auch unser Ziel und unser Anspruch sein. Dementsprechend ist ganz klar, wir wollen das Bestmögliche rausholen. Und das heißt, jedes Spiel gewinnen. Also das erste Spiel, immer mit das wichtigste Spiel, um einfach ein gutes Gefühl zu bekommen für die Saison. Heißt, dass wir eben genau das umsetzen, was wir uns vornehmen. Einfach mit Ball ruhig zu spielen, aber auch schnell den Gegner laufen zu lassen und eben so dann zu Torchancen zu kommen. Überlegen zu sein, gute Konterabsicherung, kein Gegentor zu kassieren und am besten so viele Tore wie möglich zu erzielen. Nummer 1, Henne, beste Nummer. Also das geht ja nicht auf. Das Einzige, was ich wirklich mache, sind schwarze Sichtbarkeiten. Ey, das ist Bockstar. Also Vorfreude ist extrem da, vor allem jetzt nach so einer Vorbereitung, die natürlich auch eigentlich nur dafür da ist, dass man gut in die Liga startet. Ist immer geil, wenn es dann anfängt und deswegen ist eigentlich nur Vorfreude aufs Spiel. Diese Freude auf das Spiel am Wochenende ist sehr groß, wieder um Punkte zu kämpfen, wo es um richtig was geht. Alle hoch zu pushen
Und dann holen wir die paar Punkte am Wochenende. Erlensee, erstes Spiel in der Saison. Ich erwarte eigentlich eine Mannschaft, die sehr kompakt stehen wird, die hier auch alles reinhauen wird, für die es halt auch ein spezielles Spiel ist. Ihr wisst auch selber, da sind einige dabei, nicht nur im Trainerteam, sondern auch auf dem Platz, die auch mal hier gespielt haben. Und es ist immer irgendwie was Besonderes, wenn man dann gegen seine alte Mannschaft spielt und da halt ja, einfach vielleicht auch so ein bisschen den Favoriten, den wir sicherlich auch sind, einfach ein bisschen ärgern möchte. Damit müssen wir generell lernen, dieses Jahr umzugehen, dass hier eigentlich von uns erwartet wird, jedes Spiel zu gewinnen. Verlasst euch nicht zu sehr auf eure Qualität oder dass ihr denkt, dass ihr besser seid oder dass ihr vielleicht denkt, dass ihr eigentlich woanders spielen müsstet, sondern zeigt das auf dem Platz. Jeder Einzelne, aber genauso auch noch wichtiger als Team. Und dass wir sehr schnell in diesen Modus finden, einfach jetzt Wettkämpfe und Punkte zu bestreiten. Wir spielen zu Hause, die ersten 10 Minuten erstmal Vollgas vorne drauf gehen, Gegner sofort unter Druck setzen, vorne zustellen, Angriffspressing spielen, dass wir gleich gute Ballgewinne haben, vielleicht sogar auch ein schnelles Tor machen aus so einem Ballgewinn, aber dass die gleich wissen, was hier los ist. Einfach diese Intensität spielen, dieses Tempo spielen und einfach Spaß daran haben, heute ein gutes Spiel zu machen und einfach die ersten 3 Punkte zu holen. Und davon überzeugt sein, von der ersten Sekunde an, wenn ihr rausgeht, Stimmung reinbringt, jeder, der hier ist, anfeuern, positiv sein und ein gutes Spiel machen. Lass uns rausgehen, gutes Spiel machen und zurück. Solange die Ordnung halten können, ist es auch gar nicht so einfach, sich da durchzuspielen. Wir müssen sie noch mehr auf eine Seite locken und dann schnell rüber auf die andere. Und das kriegen sie halt dann nicht mehr zu. Wenn wir Ball gewinnen, gerade auch vor unserer eigenen Linie, also vor unserer Kette, ne, nicht immer nur nach hinten spielen. Weil in dem Moment, da sind sie ungeordnet. Wenn wir nach hinten spielen, haben wir wieder 10 Mann, die wir überspielen müssen. Das Tor war jetzt auch extrem wichtig vor der Halbzeit nochmal. Jetzt rauskommen, gleich wieder drin sein im Spiel. Komm, zweite Halbzeit. Weitermachen. Auf mir nach vorne. Das war ein ekelhafter Gegner, haben tief gestanden, haben uns erstmal spielen lassen. Das wird uns auch den Verlauf der Saison auf jeden Fall so erwarten, gehen wir von aus. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Bei der Leistung ist noch Potenzial nach oben, aber das ist auch gut so. Ich meine, wir sind jetzt am Anfang der Saison und denke, auf dieses Spiel lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Ein guter Auftakt mit dem 5-0, dann eben dieses gute Gefühl zu bekommen, dass wir eben in der Lage sind, eben auch diese Gegner dann zu schlagen.